der Corona-Krise hat der Bund neue Maßnahmen beschlossen. Seit Montag, dem 27. April, ist es zur Pflicht geworden, in der Öffentlichkeit einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Heißt, in allen Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr müssen wir mit einem Mund- und Nasenschutz herumlaufen, um uns gegenseitig zu schützen. Aufgrund dessen habe ich dem Gemeindevorstand letzte Woche vorgeschlagen, Masken zu bestellen für die ganze Gemeinde, für jeden Haushalt und diese dann auch kostenlos an alle Haushalte zu verteilen. Dem wurde einstimmig zugestimmt und jetzt haben wir 38.500 Masken bestellt. Die werden in den kommenden Tagen bei uns eintreffen und mit Hilfe unserer Freiwilligen Feuerwehr werden wir diese dann an die einzelnen Haushalte verteilen. Pro Haushalt werden das wahrscheinlich 10 Masken sein. Das sind Einwegmasken, die sind auch nur als Grundausstattung zu verstehen. Nachschub von unserer Seite aus wird es nicht geben, sind aber bemüht, bei jeder Anfrage zu unterstützen. Das ist keine schöne Maßnahme, sicherlich. Wir laufen lieber ohne Mundschutz rum, aber es ist eine notwendige Maßnahme, um vielleicht auch früher zur Normalität zurückzukehren. Trotz dieser neuen Verordnung, dass wir jetzt Mundschutzmasken tragen müssen und auch wenn jetzt Lockerungen bei den Geschäften vorgenommen worden sind, es gilt nach wie vor, alle Regeln zum Abstand und zur Hygiene einzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten werden wir hier noch länger diese Situation vorfinden, leider. Erfreulicherweise haben wir auch bei den Infizierten bei uns im Gemeindegebiet einen Rückgang zu verzeichnen. Derzeit sind nur noch 2 mit dem Coronavirus infiziert. Ja, ganz besonders möchte ich mich auch nochmal nicht nur bei den freiwilligen Helfern bedanken, sondern auch bei allen, die im Pflege-, im Rettungsdienst, bei den Ärzten unterwegs sind und dort arbeiten und auch bei unseren kleinen Geschäften, nicht nur in Villmer, sondern auch in Aumenau, der Gutkauf oder auch in Weiher, hier auch der Wiesekegel. Das ist alles eine sehr schwierige Situation, insbesondere für die kleinen Geschäfte bei uns. Und umso mehr vielen Dank, dass Sie alle durchhalten. Und gemeinsam werden wir das auch weiterhin schaffen. Und Sie können jederzeit auf mich zukommen, wenn Sie von der Gemeinde oder von mir Hilfe benötigen. Wir versuchen dann natürlich, soweit es geht, weiterzuhelfen. So wie auch bei vielen kleinen und großen Firmen und Betrieben in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen hat auch die Gemeinde unter der finanziellen Auswirkung der Pandemie zu leiden. Wie hier die Auswirkungen insbesondere im finanziellen Bereich sein werden, das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Wir können sicher doch mit Gewissheit sagen, dass wir im Bereich der Einkommensteuer, aber auch im Bereich der Gewerbesteuer Einbußen zu verzeichnen haben. Wie sich das Ganze auswirkt, das werden wir erst später im Jahr merken. Ob die Gemeinde Unterstützung bekommt vom Land Hessen oder auch vom Bund, das ist derzeit noch total ungewiss. Wir haben hier weder irgendwelche Zusagen bekommen, noch irgendwas in Aussicht gestellt bekommen. Da müssen wir abwarten. Auch das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, inwieweit wir hier von anderer Stelle, gerade vom Land Hessen oder vom Bund, Unterstützung bekommen werden. Neben der Corona-Krise gehört auch der Großbrand in der König-Konrad-Halle zu den aktuell großen Themen in Villmer. Ja, die König-Konrad-Halle ist ein weiter herberer Schlag für uns in dieser besonderen Zeit. Der aktuelle Sachstand hier ist, dass wir mit der Firma Polygon Vatro ein sehr gutes Unternehmen an der Hand haben. Die sind für Brand- und Wasserschäden zuständig, also diese zu beseitigen. Und die sind soweit fertig. Wir werden Anfang Mai hier eine Abnahme machen mit dem Unternehmen. Die haben dann soweit alle Brand- und Wasserschäden zurückgebaut, sodass wir dann dort von neu beginnen können und die Halle wieder aufbauen können. Wie geht es weiter mit dem Wiederaufbau? Das ist auch eine sehr interessante Frage, die sich im Moment viele stellen und auch viele Fragen an mich herangetragen werden. Grundsätzlich planen wir erstmal so, dass wir einen Wiederaufbau machen, so wie er vorher war, aber auch mit der Planung hin zu einem Anbau, heißt einen Anbau mit Räumen für Vereine unter anderem, eventuell eine kleine Wohnung für den Pächter oder eine Hausmeisterwohnung, müssen wir nochmal schauen. Die Ideen sind hier vielfältig und ich bin mir sicher, dass es so in die Richtung geht wird mit Vereinsräumen und einer kleinen Pächterwohnung, eventuell ein paar Sanitäranlagen für den geplanten Wohnmobilstellplatz hinter der König-Konrad-Halle. Müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt und was die Planungen dann noch ergeben. Aber so in diese Richtung wird es erstmal gehen. Wiedereröffnung ist mit diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Dafür ist der Schaden einfach zu groß.
wir bemühen uns irgendwie zumindest mal einen kleinen Saal herzurichten, dass man dort zum Ende des Jahres vielleicht gerade für die Vereine nochmal einen Platz schaffen können. Aber realistisch gesehen müssen wir schon noch mindestens ein Jahr, eher noch ein bisschen länger warten. Den aktuellen Schaden, der durch den Brand entstanden ist, den können wir noch nicht beziffern. Da müssen wir noch mal ein, zwei Wochen warten. Das hängt auch mit der Abnahme von der Halle zusammen. Da haben wir dann alle Kosten zusammen, die durch den Brand entstanden sind. Die Brandursache, die ist soweit eigentlich bekannt. Man kann es zwar nicht zu 100% mit Gewissheit sagen, allerdings, es sieht nach fahrlässiger Brandstiftung aus. Das heißt, vermutlich wurde brennende Gegenstände oder glühende Gegenstände wissentlich oder unwissentlich in eine der Mülltonnen hinter der Halle geworfen. Und von dort aus hat sich dann der Brand entwickelt, weil die schwarze Tonne, die hinter der Halle stand, die war definitiv der Brandherd. Das konnten wir auf jeden Fall mit Gewissheit sagen. Verursacher sind bisher nicht bekannt. Wir haben einen Aufruf durch die Polizei gemacht, dass sich dann nochmal Zeugen, aber auch die Täter natürlich melden sollen, aber das war bisher erfolglos. Ja, also die Zeugen können sich natürlich gerne bei uns melden, auf der Gemeindeverwaltung, aber auch bei jeder Polizeidienststelle. Wir hatten zwar zwei Zeugen, aber vielleicht findet sich ja nochmal der ein oder andere, der nochmal was gesehen hat. Wie gesagt, bei uns auf der Gemeindeverwaltung in Villmar melden oder bei jeder Polizeidienststelle. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist man in der Gemeinde bemüht, das politische Tagesgeschäft weiter voranzutreiben. Ja, und trotz Corona müssen die Geschäfte ja trotzdem irgendwie weitergehen, auch bei uns in der Verwaltung. Dementsprechend werde ich heute und auch morgen Kaufverträge unterschreiben, die den Affolter Berg betreffen, um auch hier voranzuschreiten, sodass wir hier nicht übermäßig aus dem Zeitplan geworfen werden. Hier ist mir nämlich ein wichtiges Anliegen, dass das weitergeht, und bisher sind wir guter Dinge, dass es auch ohne größere Verzögerung so fortgeht. Zu guter Letzt bleibt noch ein Blick auf die Großbaustellen der Gemeinde. Also Thema Bauarbeiten ist bei uns in Villmar ja auch immer wieder ein beliebtes Thema. Aktuell sind ja Bauarbeiten in der Bayernstraße. Hier ist die Firma Feigert wieder am Arbeiten. Die hatten nur eine kurze, in Anführungszeichen, Corona-Pause eingelegt, haben aber dann erkannt, dass es doch wichtig ist, weiterzuarbeiten. Natürlich unter besonderen Schutzvorrichtungen. Hier möchte ich auch nochmal den Bauarbeitern vor Ort herzlichen Dank aussprechen für deren Einsatz. Und auch nochmal alle Interessenten an der Baustelle bitten, doch vielleicht auch den Umgangston etwas zu mäßigen. Hier kam es doch in letzter Zeit zu recht heftig verbalen Auseinandersetzungen. Ich denke, das muss gerade in dieser besonderen Zeit eher nicht sein. Von daher bitte ich doch nochmal alle um etwas Verständnis füreinander. Dunkle Wolken ziehen über Aumenau auf. Nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Elkehäuser Landstraße ist nun die Aumenauer Lahnbrücke aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Geplant sind es für ca. 5 Monate, die Brücke zu sperren, unter Vollsperrung. Das heißt, es kann auch kein Auto drüber fahren. Jedoch für Fußgänger und Radfahrer ist der Weg frei. Die können über die Brücke gehen. Auch Motorradfahrer können drüber, allerdings bitte ich darum, das Motorrad dann zu schieben. Die Begehbarkeit der Brücke wird von den Bauarbeitern nach Bedarf geregelt. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten auf der Brücke kann es für die Sicherheit der Fußgänger auch einmal enger werden. Wir haben einen Park-and-Ride-Parkplatz eingerichtet auf der Aumenauer Seite unterhalb vom Hotel Lahnbrücke. Da können Sie gerne Ihr Auto abstellen und dann auf die andere Seite zum Bahnhof dann laufen. Auf der anderen Seite der Brücke ist es platztechnisch im Moment etwas schwierig, aber auch hier versuchen wir zumindest mal eine kleine Lösung zu finden als Park-and-Ride-Parkplatz.